Hallöchen und willkommen zurück. Wir haben gerade erfahren von dem guten Mann. Wie hieß er nochmal? Sandro. Sandro hat gesagt, dass der das war. Wir glauben ihm das erstmal. Ungesehen. Klettern hier mal wieder runter. Und begeben uns auch alsbald zu ihr, um das Ganze zu klären. Ich würde sagen, wir klären aber hier nochmal den restlichen Wald. Wenn wir es denn überleben. Ach so, ja, Level-Ups. Wollte man machen, stimmt. So. Er hier, er kann mehr Stärke, mehr Entschlossenheit. Oder wir heben uns einen Punkt auf. Das können wir natürlich auch machen. So. Gruppenmitglieder in der Nähe erleiden deutlich reduzierten Schaden. Einmal pro Kampf erhält Barrick für kurze Zeit einen beträchtlichen Rüstungsbonus, wenn seine Gesundheit einen kritischen... Also wir reduzieren mal den Schaden aller Verbündeten. Und den Attributspunkt bei Barrick, den lassen wir noch da. Aber Lenchi vielleicht mal einen auf Vitality, obwohl der eigentlich... Wissen kann der auch nicht mehr rein snacken. Ich brauche auch zwei Punkte. Wir geben ihm immer einen auf Vitalität. Da kriegt er Leben beherrschen noch dazu. Ist auch nicht schlecht. So, aber bei ihm lassen wir. Da powern wir das dann später noch hoch. Wir haben auch immer noch hier eine Nachricht bezüglich der Türme. Verdammt. Die lesen wir gleich noch. Das habe ich die ganzen Folgen jetzt schon wieder übersehen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen Loot. Ein Lagerfeuer ist das schon mal nicht schlecht. Hier muss noch irgendwo eins sein. Hier geht es in die Altmauer wahrscheinlich. Ah, hier. Boah, was ist das denn? Morgenstern, Alter. Da brauchst du eine Bruderschaft. Einhand. Oh. Der ist fast wie der Knöchel der Titanen. Hart. Das ist natürlich hart. Ziemlich gut. Sorry, can't. Sorry, can't. Can't do that. Hier ist aber irgendwo Loot. Oh. Bronzebank. Nice. Da. So, nicer Scheißer. Sehr gut. Levelaufstieg, ja, nice. Hä, wieso hat er denn jetzt noch? Ach so, ja, jetzt weiß ich's. So, er kann auch nichts machen. Seitdem wir verteilen auf andere. Aber ich bin da auch, dass wir den auf Wissen knallen. Bei ihm haben wir es dahin gemacht. So. Lantry bekommt jetzt. Lantry erweckt einen gefallenen Kameraden wieder zum Leben. Das finde ich gut. So, ho, ho, ho. Chaosknall. Umgib dich mit einer Welle aus Energie, die alle Feinde in der Nähe mit einer zufälligen Schadensart trifft. Pff, klingt doch gar nicht so verkehrt. Mächtiges Chaosknall gewinnt an Macht. Oh, okay. Passt. Passt doch. Super.
So, und die beiden haben jetzt noch ihre Punkte über. Ist auch okay. Können wir so belassen. Es ist schon schade, dass es jetzt leuchtet die ganze Zeit. Es irritiert mich so ein bisschen, aber auch gut. So. Turm des Letians Kreuzung. 6 Stunden und dann zum Sumpf, aber erstmal mit der sprechen auf jeden Fall. Das machen wir jetzt vorher. Können wir vielleicht bei einem Händler noch ein Dings kaufen. Wie heißt es? Name vergessen. Rastvorräte. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es keinen richtigen Tag- und Nachtwechsel in dem Sinne gibt, dass die Leute was anderes dann machen. Oh. Speer. Vorräte. Ne, warte mal. Dann rasten wir jetzt einmal. Dann kaufen wir 2. Oder hätten wir gar nicht rasten müssen? Ach, ist jetzt auch egal. Das kostet ja nichts. Wir rasten halt gerne. Was dagegen? Ach so. Können wir die auf jeden Fall raushauen. Zack. Zumindest 28. Wo war die? Oben, ne? Ja, oben. Hier so. Oder da? Ne, hier so. Passt schon. Der, meine Liebe. Hast du deine Blutschuld, meine Blutschuld beglichen? Deas Stimme zittert, die Erschöpfung und Trauer sind ihr deutlich anzusehen. Du hast deine Frau umgebracht und versucht, es Sandro in die Schuhe zu schieben. Wie kannst du es wagen, mir vorzuwerfen? Ihr tränengefülltes Auge weitet sich überrascht. Das ist derart absurd, dass ich gar nicht... Sie legt den Kopf in die Hände und schluchzt. Das ist skandalös, ich könnte nie... Deas Gesichtsausdruck wandelt sich plötzlich mit einem Wimpernschlag von empört zu stoisch. Stoisch. Sie verschränkt die Arme und grinst. Da brat mir doch einen Tiermenschen. Ich dachte, ich wäre damit davongekommen. Sie blickt auf ihre Füße. Aber du kannst mir nicht verübeln, dass ich es versucht habe. Sie beginnt verschlagen zu lächeln. Weißt du, Schicksalsbinder, da Fedra jetzt nicht mehr da ist, erbe ich ihren ganzen Besitz. Vielleicht kann ich dir etwas als Entschädigung anbieten, falls du dich dafür entscheidest, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Zuerst habe ich ein paar Fragen an dich. Hm. Leck mich am Arsch. Ich töte sie! Das ist bedauerlich. Und ja, das ist sehr bedauerlich. Your day ends here. Gucken, was sie so kann. Ich setze sie mal in Brand. On it. Und kriegt sie noch einen Blitz in den Arsch. Zack, tot. Naja, das war einfach. Das ist die Kette. Der ist Halskette. Anmut. Hm. Oh. Anmut. Tut Ensch Anmut. Gezeiten wirken. Nee. Gewandtheit. Das ist, wenn man ein Gewand trägt. Ist man sehr gewandt. Gut, jetzt haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Oder so what? Ja. Ja, gab ein bisschen Erfahrungspunkte auf jeden Fall. So, dann schick mal die Bande hier rüber. Den Brief müssen wir gleich noch lesen und neu zurückschicken. Das machen wir jetzt vor unserer Reise einmal. Archonte Louis, erlaube mir... Er nennt mich schon Archont. Oder sie.
Erlaube mir, dich um diesen Titel, mit diesem Titel anzusprechen, bevor es Mode wird, dies zu tun. Ich bin stolz darauf, eine Frau zu sein, die ihrer Zeit voraus ist. Warum Kyros den einen niederschmettert, es dem anderen jedoch erlaubt zu leben, ist eine Frage, über die wir alle grübeln. Der Oberherr kann sicherlich willkürlich erscheinen, und wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass dies so gedacht ist. Kyros ist absichtlich unnahbar und distanziert, aus Sicherheitsgründen und weil es besser ist, die mächtigsten Wesen von Teratus davon abzuhalten, sich zu sehr wohl zu fühlen, wenn du dich schon mit ihnen herumstreiten musst. Für mich lautet die nächstliegende Antwort, dass Kyros genau weiß, was du tust. Vielleicht billigt sie deine Handlungen und wahrscheinlich arbeitet sie an jeder Gelegenheit, um Situationen zu schaffen, wo du in deinem eigenen Interesse handelst und gleichzeitig ihren Bestrebungen dienst. Du musst ein wichtiges Detail beachten. Es gibt auf Teratus nichts mehr zu erobern, da der Oberherr jetzt auch die Stufen im Griff hat. Was würden die Großgeneräle überhaupt in Friedenszeiten tun? Nerats Stimme ist bereits kaum erträglich, wenn ein Meisterspion gebraucht wird. Warum würde man ein solches Monster um sich haben wollen, wenn man keine Verwendung mehr für eine solche grausame Waffe hat? Meiner Meinung nach liegt es in Kyros Interesse, dass der Einmarsch in die Stufen teuer ist und das Leben möglichst viele Archonten kostet. Es gibt nicht genug Fleisch in den Stufen, um so viele Haie für lange Zeit zu sättigen. Kyros befahl allen, die Himmelfahrtshallen einzunehmen oder zu sterben. Das oder zu sterben muss eine akzeptable Option gewesen sein, nicht wahr? Wenn ich eine Vermutung anstellen soll, würde ich sagen, dass du den unausgesprochenen Rückhalt des Oberherrn hast. Ist ja nicht so, dass Bliedenmark dich nicht überall finden könnte, wann immer es ihm beliebt. Dich nach den Hinrichtungen von Bliedenmark erkundigen, abschicken. So, jetzt in die Sümpfe, ne? Oh, war ja, ey. Da brennt die Hütten. Ja, gleich mehrere Aufgaben in den Sümpfen. Oh weia, das riecht nach Ärger. Ich höre ja Schnupfen. Scheiße. Oh weia, ja, das riecht wirklich nach Ärger. Hier ist ja... Siebente Shadow. Speicher nochmal, falls jetzt irgendwas kommt. Plünderer. See that? Okay. Zack. Oh, da war eine... Turm. Wäre nicht irgendwie so Questgegenstände? Pläne Scorn. Dolchpläne. Eisenspeerhandschuhpläne. Wachtod. Krachender Donner. Beschädigte Sep. Ich hatte doch gerade. Ich hatte doch hier so eine Quest. Hier gab es doch mal. Questgegenstände. Ah, hier. Rätselhaftes Sendschreiben. Notiz. Turm des Sonnenaufgangs. Dieses zusammengerollte Pergament, das in einem Beutel steckte, scheint ein nicht ausgeliefertes Sendschreiben zu sein. R. ist misstrauisch, kann Berichte
Nicht liefern. Komme in 2 Wochen zum Sumpf. Suche nach verrosteter Klinge samt Schild. Mhm. Okay, warum mich die jetzt hier nicht angreifen, ist, bleibt wahrscheinlich ihr Geheimnis. Well, what do we have here? Ja, das frage ich mich auch. Wow! Plan des Feiglings fliehend. Nice. Vielleicht was für Lentry. Weniger Abwehr. Ah, ist doch nicht schlecht. Da kann er gut fliehen. Das ist doch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja. Kann er sich gut verpissen, wenn er eine Wunde hat. Oh, oh, wo sind die Gegner? Er schwammt übelst. Oder wir haben ja gar keinen Ärger gleich. Ja. Wer weiß das schon. Wir machen jetzt einen Cut und in der nächsten Folge gucken wir, was uns hier erwartet. Main bleiben bis dann. Tschüss.